Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe schon, als ich kleiner war, mir jeden Sommer eine Summer Bucketlist gemacht. Also habe ich mir eine Liste geschrieben mit Dingen, die ich diesen Sommer machen möchte. Und mittlerweile mache ich das wirklich schon seit, weiß ich nicht, 8, 9 Jahren. Wo kann ich überhaupt schon schreiben? Wie alt war ich vor 8 Jahren? Auf jeden Fall habe ich schon sehr früh damit angefangen, weil ich mir immer Dinge aufschreiben wollte, die ich erledigen möchte, die ich machen möchte, die ich ausprobieren möchte und so weiter. Da wir vor allem in den Sommerferien immer sehr viel Zeit haben, um genau sowas auch zu machen. Letzte Woche habe ich ein Video hochgeladen mit Tipps, wie du eine Bucketlist schreiben kannst. Und heute soll es mal 100 Bucketlist-Ideen geben. Also falls du so etwas Cooles machen möchtest, etwas Produktives machen möchtest, aber nicht weißt, was genau du machen kannst, kann diese Liste hier eine kleine Inspiration für dich sein. Ich habe Sachen in verschiedene Kategorien aufgeschrieben. Also da sind so Sachen zum Thema Sport dabei, Soziales dabei, Kreativität dabei und so weiter. Also ich denke mal, dass es jeden interessieren kann, was hier drauf steht auf der Liste. Also viel Spaß beim Angucken. Die allererste Sache ist noch eine größere Bucketlist zu machen, und zwar eine Bucketlist für dein Leben. Also welche Dinge möchtest du noch in deinem Leben machen, bevor du stirbst? Die zweite Sache ist, Nachrichten für deine Nachbarn zu schreiben. Beispielsweise einen Brief zu schreiben und die mal in den Briefkasten zu schmeißen von denen oder so. Ich habe das noch nie gemacht, irgendwie mit meinen Nachbarn fast gar keinen Kontakt, aber es wäre cool, das mal anzufangen oder so. Ja, dann natürlich alte Schulsachen organisieren oder alte Freundschaften aufleben lassen, mal wieder alten Freunden schreiben, denen du schon lange keinen Kontakt mehr hattest. Meine Videos angucken und dein Leben so ein bisschen verändern mit Hilfe meiner Videos. Denn ich drehe ganz viele Videos zum Thema Produktivität, Organisation und so weiter. Also diese Videos werden dir bestimmt weiterhelfen. Dann, was ich viel zu selten mache, ist, meine gespeicherten Instagram-Posts durchzugucken. Instagram hat ja dieses Feature, dass man sich Posts abspeichern kann. Und ehrlicherweise mache ich das sehr oft, aber gucke sie dann nie wieder an. Und ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, das Ganze mal anzugucken und so auszusortieren und so weiter. Generell könntest du deine ganzen Fotos mal ausmisten auf deinem Handy, Laptop und so weiter. Dann eine Erinnerungskiste machen mit beispielsweise Konzerttickets, Armbändern, Fotos, alles, was du gerne noch als Erinnerung behalten möchtest, aber was du vielleicht nicht jetzt gerade unbedingt brauchst. Du könntest Kekse backen oder generell dein Zimmer mal aufräumen oder dein Haus aufräumen. Du könntest mal deine E-Mail-Inbox organisieren, da so Ordner erstellen oder generell mal E-Mails löschen von Newslettern, deabonnieren. Dann könntest du auch deinen Laptop oder Computer aufräumen und da ein bisschen für Ordnung sorgen. Das sollten wir, glaube ich, alle mal machen. Eine neue Sprache lernen. Du könntest mal in eine größere Stadt fahren, wo du wohnst und die so ein bisschen exploren. Also ich komme mal aus Berlin, aber ganz ehrlich, ich kenne noch nicht mal ganz Berlin. Also das ist total krass. Müsste ich vielleicht auch mal hier machen. Dann könntest du einen digitalen Filmabend mit deinen Freunden machen oder mit deiner Familie machen oder so. Und ihr könnt, es gibt auch dieses Netflix-Party, oder? Dass man so viel mal zusammen gucken kann. Habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es ist ganz cool. Du könntest einen YouTube-Kanal anfangen. Du könntest auch eine Fotografie-Challenge machen und beispielsweise jeden Tag versuchen, ein schönes Foto zu machen. Dann hast du am Ende der Sommerferien einfach sehr viele Fotos. Du könntest im See schwimmen gehen oder auch ein kreatives Picknick machen mit deinen Freunden. Du könntest irgendwo hinlaufen, eine Wanderung machen. Oder auch anfangen, einen Garten zu pflegen, beispielsweise etwas im Garten anpflanzen. Das machen wir nämlich gerade seit einigen Monaten. Und wir haben sogar jetzt mittlerweile schon Tomaten, Radieschen, Kartoffeln in unserem Garten. Total krass. Ja, ich bin sehr stolz auf uns. Du kannst eine Challenge machen, dass du jeden Tag etwas lesen möchtest. Du kannst mit deiner Familie zusammen Brettspiele spielen oder auch Kartenspiele spielen. Du könntest einen Lesemarathon machen, also jeden Tag mal so viel möglich zu lesen. Ich habe das auch schon mehrere Videos gemacht, kannst du dir auch sehr gerne mal angucken. Und ich verlinke auch alle Sachen, die ich hier anspreche, in meiner Infobox, falls es dazu irgendwelche Referenzen gibt. Du könntest anfangen mit Yoga und da dich ausprobieren oder auch so Dance-Workouts machen. Oder generell tanzen lernen. Du könntest auch einfach einen neuen Sport ausprobieren, wie zum Beispiel, ich habe Frisbee aufgeschrieben. Was ist denn Frisbee für ein Sport? Frisbee, ja, Golf, okay. Du könntest dich sozial engagieren und da irgendwas in die Richtung machen. Oder auch Verstecken spielen. Du könntest dein Auto waschen, falls du ein Auto hast. Oder falls du nicht hast, von deinen Eltern das Auto waschen. Oh mein Gott, beste Idee. Generell rausgehen und in der Natur Bilder machen. Du könntest mal anfangen, dein Zimmer umzudekorieren oder auch umzustellen beispielsweise. Und das einfach ein bisschen zu verschönern. Weil ich glaube, im Sommer haben wir alle sehr viel Zeit. Und dann sehe ich immer diese ganzen Room Makeovers, wie Leute ihr Zimmer total schön machen. Das wäre, glaube ich, auch eine coole Idee.
Ihr könntet eine Familien-Dance-Party zu Hause machen oder einfach ein neues Rezept ausprobieren und zum Beispiel zusammen einen neuen Kuchen zu backen. Du könntest auch eine Challenge machen, dass du zum Beispiel eine Woche lang nur vegan essen möchtest und da einfach ein neues Rezept ausprobieren, wie zum Beispiel vegane Kekse, veganen Kuchen und so weiter. Würde ich nur sehr empfehlen. Du könntest draußen zelten gehen, du kannst zum Beispiel einfach im Garten zelten. Das ist Sache, die ich mit meiner besten Freundin zusammen plane, weil wir zusammen zelten gehen wollen, ist aber irgendwie ein bisschen gefährlich finden, einfach so draußen zelten. Deswegen überlegen wir einfach bei uns im Garten zelten. Die nächste Idee wäre auch einfach im Wohnzimmer so zu zelten vor allem. Aber früher habe ich das auch gemacht, dass ich einfach mal so eine Höhle gebaut habe in meinem Zimmer oder im Wohnzimmer. Ja, sehr cool. Die nächste Idee wäre, dir ganz viele Rezeptbücher anzugucken, da mal deine Lieblingsrezepte rauszuschreiben, dir einfach so ein eigenes Go-To-Rezeptbuch zu schreiben, also Kochbuch zu schreiben. Ja, ich glaube, das wird ziemlich cool und auch ziemlich hilfreich in der Zukunft dann. Und die nächste Idee baut darauf auf, und zwar kannst du einfach schon mal Meal Prepping machen. Also du kannst beispielsweise wieder in den nächsten Wochen dir einen ganzen Plan schreiben, was du alles essen möchtest, wie du das machen möchtest, was du dafür kaufen musst und so weiter. Du kannst dir auch einfach so verschiedene Meal Prepping Wochen machen, also beispielsweise irgendwie du hast so Woche A, B, C, D oder so und machst da dann einen Plan, was du da essen möchtest, weil ich glaube, wenn wir dann wieder zur Schule gehen oder zur Uni gehen oder zur Arbeit gehen und so weiter, kann es hilfreich sein, dann schon so einen Meal Prepping Plan zu haben und dann einfach schon organisiert zu sein. Du könntest deine ganzen Musik-Playlist mal überarbeiten oder auch einfach versuchen, neue Musik zu entdecken. Eine Sache, die ich super gerne mache, ist mir eine Liste mit Zielen zu machen und mein Leben einfach so zu planen. Ihr wisst, ich liebe Planen und deswegen mache ich mir vielleicht mal so Listen mit Zielen, die ich vielleicht in einem Jahr erreicht haben möchte, in 3 Jahren, in 5 Jahren, in meinem Leben. Ja, genau, sowas alles. Du könntest anfangen zu meditieren und das auch mal auszuprobieren, wie es ist, nur in Stille zu sitzen. Ich finde irgendwie, dass es total schwierig ist, nur in Stille zu sitzen. Merke aber auch, dass wenn man das regelmäßig macht, es immer einfacher wird und einem auch generell hilft im Leben, ein bisschen runterzukommen, entspannter zu sein und Dinge aus einer Perspektive zu sehen. Also das finde ich total hilfreich. Mache eine Wanderung mit einem Podcast. Nächste Idee ist auch, suche weitere Podcasts, die dich interessieren könnten. Da würde ich euch einen ganz tollen Podcast empfehlen, und zwar heißt der Gut Genug von Lara Emily von mir, denn ich habe nämlich auch einen Podcast namens Gut Genug, wie gerade schon gesagt, und da rede ich eigentlich über ähnliche Themen wie hier. Es geht da vor allem um so mentale Gesundheit, Entspannung, also gegen Stress, Schule und alles so, was mich und uns vor allem sonst noch so interessieren könnte. Die nächste Sache ist, auf einer Wiese zu liegen, mit Freunden vielleicht noch ein Picknick zu machen oder so, Eis zu essen. Die nächste Idee ist auch etwas zu grillen, bevorzugt natürlich vegan. Du könntest jetzt auch mal so eine Challenge machen und versuchen, irgendwie beispielsweise einen Grillabend zu machen mit nur veganen Sachen. Dann im Regen spazieren gehen, sehr romantisch. Draußen barfuß laufen. Was sind das für Ideen? Habe ich das aufgeschrieben? Dann in den Park zu gehen mit Freunden und da irgendwas zu spielen, wie zum Beispiel so Badminton, Frisbee, wie ich gerade schon gesagt habe, der neue tolle Sport. Du könntest dich aber auch im Skaten ausprobieren und zum Beispiel Inliner fahren oder Skateboard fahren oder Longboard fahren oder das alles. Oder auch Tischtennis spielen, beispielsweise auf einer Tischtennisplatte im Park. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas habt bei euch im Dorf, in der Stadt oder so. Aber wir haben das total oft hier, dass wir im Park so richtig viele Tischtennisplatten haben oder so. Aber ich gehe da irgendwie nie hin. Aber es wäre vielleicht mal eine coole Idee für den Sommer. Du könntest auch eine Fahrradtour mit deinen Freunden zum Beispiel machen. Du könntest versuchen, jeden Tag ein neues Puzzle zu lösen. Du könntest auch versuchen, anzufangen, joggen zu gehen und jeden Tag irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen schneller zu machen, bis du irgendwann ein ziemlich guter Marathonläufer werden kannst. Yay! Generell noch deine Wohnung oder dein Haus umdekorieren und das so ein bisschen umgestalten und erneuern. Oh, das ist so warm, es ist schwierig zu denken. Du könntest ein Dankbarkeitstagebuch anfangen und immer Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist, jeden Tag. Oder auch generell anzufangen, Tagebuch zu schreiben. Da gibt es auch diese Scripting-Methode, also sozusagen Tagebuch in der Zukunft schreiben. Das heißt, du nimmst einfach ein Blatt raus und schreibst einfach die Dinge auf, von denen du wünschst, dass die irgendwann wahr werden. Du schreibst es aber so auf, als wären sie schon passiert. Beispielsweise, wenn jetzt ein Ziel von mir ist, ich möchte gerne, was kann ein Ziel von mir sein? Ich möchte gerne eine 1 in Mathe haben auf meinem Zeugnis oder so. Dann kann ich zum Beispiel aufschreiben, heute habe ich mein Zeugnis bekommen und ich habe gesehen, dass ich eine 1 habe, ich habe mich total gefreut, habe es meinen Eltern sofort erzählt und wir haben uns alle sehr gefreut. Sowas in der Art. Du kannst dich mal wieder politisch auf den neuesten Stand bringen und zum Beispiel ganz viele Nachrichten lesen, um dich da wieder zu informieren. Eine weitere Idee wäre auch, versuchen, eine schlechte Angewohnheit loszulassen oder auch gute neue Gewohnheiten zu
bekommen. Dazu habe ich übrigens auch schon richtig viele Videos zum Thema Gewohnheiten, also gute Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten, wie man sie am besten ändert, was man am besten machen soll und so weiter. Guck dir gerne nachher meine Infobox vorbei, ich habe da so viel schon dazu gemacht. Die nächste Idee wäre, einen Social Media Detox zu machen und versuchen, einfach mal eine Woche oder auch nur 200 Tage oder so ohne Handy auszukommen. Du könntest auch deine Tagesroutine ändern und versuchen, deine ganzen Gewohnheiten und Routinen mal so ein bisschen umzuschlagen und zum Beispiel eine neue Morgenroutine zu designen oder Abendroutine zu designen und so weiter. Du könntest mit deinen Freunden einen virtuellen Spieleabend machen. Es gibt ja mittlerweile so über Zoom auch total viele Spiele, die man irgendwie machen kann. Das sehe ich so oft in irgendwelchen Instagram-Stories, dass Leute da einen Spieleabend machen. Wenn du sehr viel Langeweile hast, kannst du auch einfach zu den ganzen Schulsachen durchgehen des letzten Jahres und dort Zusammenfassungen schreiben von allen Themen, die du jemals hattest, also in dem Schuljahr hattest. Oder auch jemals hattest. Würde auch gehen. Ist ja sehr viel Arbeit. Des Weiteren kannst du dann auch Dinge, die du nicht verstanden hast, einfach nachholen und versuchen, dir das selbst zu erklären. Eine weitere Idee wäre, mal deine Haare zu färben bzw. zu tönen oder zu schneiden. Du kannst auch ganz viele andere Dinge lernen, wie beispielsweise lernen, wie man Schach spielt, lernen, wie Skincare funktioniert, lernen, wie man codet. Du könntest eine Capsule Wardrobe designen, also sozusagen eine Kleider, eine Garderobe zu machen mit Dingen, die alle zueinander passen, die aber nur aus ungefähr 30 Teilen oder so besteht. Finde ich total spannend. Ja, falls du dazu mehr wissen möchtest, google das mal am besten mal, weil das ist wirklich ein sehr spannendes Thema, eine Capsule Wardrobe. Wenn du das machst, kannst du auch einfach deine Klamotten verkaufen bei Kleiderkreise bzw. Vinted heißt es jetzt. Oder auch auf den Flohmarkt gehen, da das verkaufen oder auch an Leute spenden oder einen Kleidertausch mit deinen Freunden machen oder Familie machen. Was ich immer sehr vernachlässige, ist die nächste Idee, und zwar ist das Vokabeln zu lernen für bestimmte Sprachen. Du könntest auch dein Handy neu organisieren, zum Beispiel die ganzen Apps löschen, die Fotos nochmal umorganisieren, dann diese neuen Widgets, Design und so weiter, Hintergrundbild, alles das. Falls dir langweilig ist, kannst du auch anfangen, irgendwelche Dokumentationen zu gucken und dich dort weiterzubilden, während du aber ein bisschen entspannst bei Dokumentationen. Ansehen, genau. Eine weitere Idee, die jetzt nicht vielleicht so gegen Langeweile ist, aber was trotzdem ganz cool ist, ist, wenn du beispielsweise mal dein Bargeld sortierst oder auch Geld zum Beispiel spendest. Du könntest versuchen, ganz viele neue Instagram-Fotos zu machen und diese dann auch zu posten. Du könntest eine Challenge machen, jeden Tag um 5 Uhr morgens aufzustehen oder auch jeden Morgen um 4 Uhr morgens aufzustehen, falls du jetzt schon um 5 Uhr morgens aufstehst. Ich persönlich stehe immer schon um 5 Uhr morgens auf und vielleicht wäre es meine Challenge, um 4 Uhr morgens oder so aufzustehen. Ich weiß nicht ganz, warum ich das machen sollte, aber vielleicht kann man es ja machen. Vielleicht um den Sonnenaufgang zu sehen. Ich glaube, das ist ganz cool. Ja, um 4 Uhr morgens aufstehen, den Sonnenaufgang ansehen, dann Fotos machen oder so davon. Das könnte auch eine coole Idee sein. Du könntest auch ins DM gehen, da beispielsweise einen Hund ausleihen und mit ihnen rausgehen. Die sind eigentlich immer sehr dankbar, falls es Leute gibt, die da mit den Hunden rausgehen wollen. Ansonsten kannst du auch versuchen, Naturbilder zu machen draußen und diese dann auch auf Instagram zu posten oder generell einfach deinen Instagram-Account ein bisschen zu verschönern und den so ein bisschen professioneller zu nehmen und die Highlights zum Beispiel zu bearbeiten und das alles. Die nächste Idee wäre, ein Vision Board zu designen. Ich habe hier links neben mir mein Vision Board. Falls du daran Interesse hast, kannst du dir auch gerne mein Vision Board Video angucken, was ich schon vor einigen Monaten hochgeladen habe. Da habe ich nämlich mein Vision Board für 2021 gezeigt und wie ich es auch designt habe. Ansonsten natürlich deine ganzen Schulsachen sortieren, auch neue Schulsachen für das neue Schuljahr kaufen. Und eine Idee, auf die ich mich selbst total freue, ist mal meine ganzen YouTube-Videos bei der Später-Ansehen-Liste anzugucken. Also ich weiß nicht, was ihr so für Personen seid, aber ich bin eine Person, die da wirklich so 300 Videos oder so drin hat bei Später-Ansehen, weil ich es immer wieder ansehen drücke und dann irgendwie nie angucke. Ist total komisch. Und ich glaube, da wäre es mal eine gute Idee, das alles mal anzugucken und diese Liste mal ein bisschen abzuarbeiten. So, das waren jetzt die 100 Ideen für deine Bucketlist. Oh mein Gott, das war so viel. Ich hoffe, es war etwas für dich dabei. Aber die doch sehr gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos hier zu verpassen und gebt die Videos sehr gerne einen Daumen nach oben oder schreibt einen Kommentar, falls es dir geholfen hat. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.